Gut so. Denn das ist der Initiative, die die Überlebenden und Hinterbliebenen gegründet haben, wirklich gelungen. Die Opfer stehen im Mittelpunkt der Erinnerung. Unter anderem wegen ihres Hashtags Say Their Names. Schönen guten Abend zur Kulturzeit. Und die Angehörigen fordern auch nach 4 Jahren noch Antwort auf Fragen wie, warum der Polizeinotruf in der Nacht anscheinend nicht durchgehend besetzt war, wieso ein Notausgang verschlossen war und wer für diese und weitere Fehler die Verantwortung übernimmt. Said Edris Hashemi und Çetin Gültekin schreiben darüber, aber vor allem über ihre getöteten Brüder in ihren Büchern. Mehr von Carola Allianz für Vielfalt und Aufbruch, kurz DAVA werden. Die Wählervereinigung möchte sich laut ihrer Gründungserklärung vor allem gegen Ungleichbehandlung und für Menschen mit ausländischen Wurzeln einsetzen. In den Wahlkampf zum Europaparlament im Juni schickt sie aber 3 Männer, die alle Verbindungen zum türkischen Präsidenten Erdogan haben. Susanna Santina. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt zu den Kulturzeit-Tipps von Priska Maria Riedl. Von einer Welt mit dicken Daunen und Mützen in die der schulterfreien Roben und der dünnen Seidenhemden. Gestern Abend wurde einer der weltweit wichtigsten Musikpreise verliehen, die Grammys in L.A. Meine Lieblingsgewinnerin ist Michelle Ngidiocello, die den Preis für das beste alternative Jazzalbum bekommen hat. Sehr hörenswert. Aber die ganz große Gewinnerin war? Die Polizei von L.A. hat der Nachrichtenagentur AFP mittlerweile gesagt, dass es da um Körperverletzungen ging, dass Killer Mike später aber wieder freigelassen worden sei. Also der Musik nach zu urteilen, ist Killer Mike eigentlich gar keiner von den blöden Brutalos. Aber zurück zu Taylor Swift, bei der läuft's. Und sie hat sich ja schon vor Jahren ganz klar politisch positioniert. Nur jetzt hat sie so eine Superpower und über 500 Millionen Fans und Follower, dass die Politik Angst vor ihr bekommt. Also nicht die ganze amerikanische Politik, nur die Republikaner. Und mit dem Song Anti-Hero von Taylor Swift verabschieden wir uns für heute. Mit diesem Video hat sie auch die MTV Video of the Year Awards gewonnen. Schönen Abend noch und bis morgen hoffentlich. Tschüss.